Hellas und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Heute für die Mutter Europas. Und Mama ist pleite. Was Schäuble nicht geschafft hat, das kann Papandreou. Und unter jahrelanger, wirklich mühevoller Arbeit haben sie es sogar geschafft, uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Deswegen werden wir jetzt Griechenland helfen, und zwar helfen zu sparen, wo es nur geht. Das machen wir in dieser Sendung, und wir haben für die Mutter Europas und für alle Mütter Deutschlands jede Menge Spezialitäten in dieser Sendung. Zum Beispiel die jungen Tenöre werden bei uns zu Gast sein. Wir haben einen alten Wochenschaubericht gefunden in unseren Archiven, der die Mutter an sich einmal großartig beleuchten wird. Und wir freuen uns jetzt auf unseren neuen Reporter Christopher Clausen, der auf der Suche nach der perfekten Alpha-Mutter war. Sind Sie denn die beste Mutter der Welt? Halten Sie sich dafür? Ja, für mich schon. Ja, ich denke schon. Für meine Kinder. Was machen Sie denn, dass Sie sich für die beste Mama halten? Wir gehen regelmäßig spazieren. Gesunde Ernährung. Wie sieht's bei dir aus? Hast du die beste Mutter? Nein. Was hat sie falsch gemacht? Ist weggezogen. Nein. Ach, ich mache sehr viel für meine Kinder. Also ich versuche immer für sie da zu sein und ihren Wünschen, wenn ich denke, dass es wichtig ist, auch zu entsprechen. Und was machen sie besser als ihr Mann? Das ist schwierig. Also als erstes mal das Stillen natürlich. Das ist schwierig für ihn. Sie ist eine gute Mutter, ist wunderschön, ist verständnisvoll. Was macht denn für Sie eine gute Mutter aus? Das kann ich Ihnen nur in dem Produkt zeigen. Das muss gleich kommen. Naja, meine Mutter wohnt bei mir. Ich wohne nicht bei meiner Mutter. Ach so. Und du versorgst sie jetzt? Ja. Also kriegt deine Mutter von dir den Award Beste Mama der Welt? Auf jeden Fall. Von mir aus auf jeden Fall. Ja, hallo. Gruß an Mama. Sie hat früher halt schlechter Umgang halt mit Freunden gehabt, Stress mit Polizei und egal was war, meine Mutter muss auch, ja, sagen wir jetzt bezogen halt auf meine Mutter halt, war eigentlich immer für mich da, egal halt in was für schlechten Situationen. Meine Mutter ist halt einfach für mich die Beste, definitiv. So wie eine Mutter halt dementsprechend eigentlich auch sein sollte. Samiamia, waka waka, Samiamia, Sakarta, Tistona, Afrika. Samiamia, waka waka, Samiamia, Sakarta. It's time for Africa. Shakira ist einfach die beste Mutti. Samiamia, waka waka, Samiamia, Sakata, Sistona, Africa, Jonga, Jonga, Astona, Africa, Samiamia, waka waka, Samiamia, Sakata, Sistona, Africa. Das ist ja die beste Liebeserklärung, die man für seine Mama eigentlich machen kann. Und wie sieht's aus mit dem Papa? Was kann deine Mama besser als dein Papa? Sie kann besser Obst schneiden. Hier geht es nicht um Afrika, hier geht es um Griechenland, die Mutter Europas. Heute unsere Sendung für alle Mütter. Freuen Sie sich bitte noch auf die jungen Tenöre, noch in dieser Unterhaltungssendung. Aber jetzt schauen Sie sich mal in aller Ruhe dieses Bild hier an und sagen mir bitte, was fehlt. Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte. Es müsste eine Postkarte sein, auf die das Wort Weintraube passt. Und dann nehmen Sie diese Postkarte und legen sie in ein Archiv Ihrer Wahl. In 60 Jahren kommen wir dann und finden diese Postkarte und können sie dann in 60 Jahren in genau dieser Sendung auspacken. Wir haben das vor 60 Jahren schon mal gemacht. Da hieß unsere Aufgabe nämlich an einen Wochenschaufilmer: Bitte zeig uns die deutsche Mutter. Und hier ist 60 Jahre später das Ergebnis. Die deutsche Mutter.
Ohne sie ist kein Leben in unserem schönen Lande möglich. Kraftvoll steht die deutsche Mutter ihren Mann. Dabei ist sie anmutig und schön. Ohne die deutsche Mutter wären unsere Tische nicht so reich gedeckt. Hier die deutsche Mutter bei der Feldarbeit. Mit ihren eigenen Händen erntet sie die deutsche Kartoffel. Nahrhaft und wohlschmeckend muss eine Mahlzeit sein. Die deutsche Mutter bereitet die Speisen eigenhändig zu. Damit sorgt die deutsche Mutter für unser aller Wohlbefinden. Hier sehen wir die deutsche Mutter bei ihrer wichtigsten Aufgabe, die Geburt des deutschen Nachwuchses. Und wieder ist ein neuer Herrscher geboren. Danke, deutsche Mutter. Zurück nach Griechenland, aber nur ganz kurz, denn wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich ziehe mich um und dann sind sie endlich da. Unsere Gäste zur Freude aller Mütter, Schwiegermütter und aller schwulen Bauern Deutschlands. Gleich hier die jungen Tenöre. Groß ist die Couch und sie reicht für drei junge Tenöre. Sie sind nämlich hier, ich habe mich vorbereitet, Hans Hitzeroth, herzlich willkommen, Hubert Schmidt und Ilja Martin. Die jungen Tenöre haben eine Fanbase. Was sind das für Menschen? Oh, das ist total bunt gemischt. Das ist von jung bis ganz alt, natürlich mehr Frauen als Männer, das ist klar, aber es ist, geht, glaube ich, durch alle Schichten, durch alle Dinger total bunt durch. Da könnte ich jetzt nicht mich direkt festlegen, was da irgendwas Herausstechendes. Nein, es gibt immer ein paar Durchgeknallte, aber deren Namen würden wir nicht nennen, weil das bestärkt sie noch. Dann hören die gar nicht mehr auf. Nein, wir haben natürlich einen Fanclub und Leute, die sehr regelmäßig kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die bei mir auf der Schwelle schlafen wollen vorm Haus oder so. So weit ist es noch nicht. Lässt du rein? Ja, genau. Gut. Gab es schon mal BHs auf die Bühne geworfen und solche Geschichten? Ja. Schön. Heute habt ihr bei mir in der Wohnung was entdeckt. Meine alte Schweineorgel. Richtig, eine Pfaffiser Heimorgel. Und die ist der Hammer. Habe ich für 45 Euro im Secondhand-Laden gekauft. Und ihr seid, glaube ich, die Ersten, die sie professionell benutzen. Nein, wir nicht, sondern unser Pianist. Es ist schon erstaunlich, was man auch aus solchen Instrumenten und auch aus alten Instrumenten herausholen kann, wenn man über das nötige Handwerk verfügt. Und wir sind sehr froh, dass eigentlich eher zufällig unser Pianist heute auch hier sein kann, Florian Schäfer aus Wien, der sich jetzt die Ehre gibt und uns begleitet auf der Pfaffiser Heimorgel. ich bin so gespannt. Also ich mache folgenden Vorschlag. Ich werde mich jetzt mal hier ganz publikum-like auf meinem Sofa räkeln und ich bitte euch in meine Buddha-Ecke, ja, und eine kleine andächtige Stimmung verbreitet uns die jungen Tenöre. Ich weiß, ich kann noch so traurig sein. Ist mein Kummer noch so groß? Man lässt mich nicht mit ihm allein. Es gibt Menschen, die dann da sind. Sie sind jederzeit für mich bereit. Stehen mir bei mit Rat und Tat. Teilen mit mir Freud und Leid. Und ich sag mir immer wieder: Vergiss nicht die Freunde. Vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Gönnen dir nur Gutes, und wenn man sich
dann vergisst man sich nicht ganz, ganz egal, was auch geschieht. Irgendwann trifft man sich wieder. Vergiss nicht die Freunde, vieles, was nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Auch wenn du in Not bist, du wirst sehen, es wendet sich das Blatt. Wenn man Freunde hat, vergiss nicht die Freunde, vieles, was nicht geht, das geht dann doch. In der wunderbaren Welt des Herrn Ebert, die jungen Tenöre. Es ist so wunderschön, wenn man solche Freunde hat, braucht man keinen CD-Player mehr. Alle jungen Tenöre-Termine können Sie unter www.diejungentenöre.de sehen. Alles, was in der Zukunft passiert. Vielen Dank für den kleinen Besuch hier in der Arbeiterwohnsiedlung in Kassel. Viel Spaß bei allen nächsten Auftritten und noch vielleicht einen letzten Gruß an die Fans von hier aus. Ja, wir freuen uns auf euch beim nächsten Konzert. Gerade hier in Hessen und um Kassel herum. Schaut, wann wir da sind. Es wird dann eine schöne Zeit sicherlich wieder werden, so wie die letzten Konzerte, die wir hier in der Gegend schon hatten. Und denkt dran, es kann einem überhaupt nichts passieren. Wenn man Freunde hat. Die Mutter der Nation, Mutter Teresa, Mutter Beimer und jetzt mal Mutter bei die Fische. Das war's auch schon. Helfen Sie Griechenland, indem Sie sparen, 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 meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war's in dieser Sendung. Danke fürs Weiterempfehlen, fürs Posten, fürs Rumschicken, fürs alberne Dinge tun. Und wenn Sie Böckchen haben, dann schreiben Sie einfach eine E-Mail. Wir blenden die Adresse gleich unten ein. Dann gewinnen Sie diesen Herrn hier, den Sie jetzt gleich sehen. Das ist nämlich unser Andreu und der ist aus Pappe. Deswegen nennen wir ihn so liebevoll Papp-Andreu. Wenn Sie ihn mögen, einfach eine E-Mail. Und das war's auch schon. Auf Wiedersehen.